Ein Baumhaus-Lagerhaus. Also ein Lagerhaus in Form eines Baumhauses, ne? Ihr versteht mich? Ich bin voll, ich kann nichts mehr aufnehmen. Komm, die Antriebsschiene kann weg. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich kann auch. Faden kann ich auch mitnehmen. Mann, hier liegen ja viel Gras Dinger rum. Unglaublich. Plop, plop, plop. Plop, plop. Plop, plop. Wer ist da? Ach, auch ein Scheißwitz. Ich weiß, ich weiß. Ich hab's nicht so mit den Witzen. Die Antriebsschiene ist mir wieder runtergekommen. So, das sieht ein bisschen scheiße aus, wenn da so ein Erdhaufen in der Luft schwebt. Finde ich jetzt. Ist ja jedermann anderer Sache. Kann ich schon mal. Ach, ich muss erstmal aussortieren. Ich muss erstmal aussortieren, hör mal. Hör mal. Ich muss erstmal aussortieren hier, ne? Erstmal so hier den ganzen Kram, den man nicht braucht. Das kann erstmal weg. Das kann erstmal weg. Da habe ich ja eine Lore. So, dann mache ich mir erstmal ein paar Treppen. Hier hätte ich doch noch zwei. Hier hätte ich auch noch Sand gehabt. Hier hätte ich auch noch. Schaufel, Eier. Hätte ich auch noch. Gehabt. Mache ich hier erstmal das Laub rein. Weizen auch erstmal. So, jetzt pass auf hier. Ach, Quatsch. 61er Stack. 61er Stack. 61er Stack. 32, 32, 32. Zwei ganze 64er Sticks. Okay. So. Reicht das? Ja, geht so. Erstmal pennen gehen. Da guckt man schön auf den Erdblock drauf. Jawohl, da würde ich auch super einschlafen. Oh, mal Kohle. Aber Kies. Wasserstein haben wir gar nicht mehr so viel. RD, RD. Brauche ich auch nochmal so einen Stick. Pflasterstein. Ich brauche auf jeden Fall Pflastersteine. Holz tue ich erstmal da hinten rein. Holz tue ich erstmal hier rein. Hier. Die Eimer kann man jetzt auch decken. Nur mal so. Viel praktischer. Hat man viel mehr Platz in der großen Truhe. Da hinten unsere Freunde, die lümmeln da weiter rum. Die können ja was aus Lapis machen. Vielleicht so ein Pool auch. So wie bei Debitor. Könntest du wieder sagen, du guckst da nur ab. Manche sagen auch, das ist eine Inspiration da. Inspiration da. Eine Enderperle, ja. Sechs Äpfel. Ich brauche die Sachen eigentlich. Alle, außer das Fichtenholz. Das Holz brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Schienen können wir eigentlich auch erstmal beiseite legen. Falls er nämlich da unten krepieren in der Höhle. Aber ich habe ja eh die Monster aus. Nur zur Sicherheit. Oh, das ganz gefährlich. Das Eisen nie mitnehmen mal auf großen Reisen. Da bist du ganz schnell mal um ein Eisen weniger. So. Pass mal ob, dann können wir auch gleich mal. Wo ich gerade dran denke. Pass mal ob. Brauche ich doch noch mal eine Antriebsschiene. Eine Antriebsschiene. Eine Antriebsschiene. Haben wir zufällig noch eine Antriebsschiene?
mich halt die Sensorschiene. Das wird ja auch funktionieren, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Muss ich extra das viele Gold, was wir haben, was sowieso nicht reicht. Scheiße, scheiße. Ich probier's mal mit der Sensorschiene. Wenn es mit der Sensorschiene nicht klappt, habe ich halt die Arschkarte. Nehmen wir noch einen Knopf mit. Dann geht das. Geht das ab hoch zu unserem Haus. Zum ersten Haus Vorsicht bei Nacht. Und wir genießen erstmal die schöne Fahrt. Sehr schön. Auch wenn es jetzt hier noch ein bisschen scheiße aussieht, weil ich die Sichtweite auf gering gestellt habe oder auf winzig. Am Stadion vorbei, jawohl, direkt unter der Kurve vorbei. Hier könnte man vielleicht mal so ein bisschen reinlunzen. So, Welt hat sich generiert, soweit. Zack. Zack, zack. So, das hat ja gut geklappt in der Testversion. Pass mal, ob hier Schienen habe ich natürlich nicht mit dabei. Normale Schiene, das müsste aber auch mit einer Sensorschiene klappen. Probier gleich mal aus. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hör mal. So. Kurz testen. Knöpfchen her. Aber was nützt eine Sensorschiene, ne? Ich brauche eine Antriebsschiene. Wusste ich doch gleich. Ach komm, wie ist das Feld da und das können wir eigentlich auch mal. Aua. Abholzen. Ach, ist das schön. Jetzt wird die Framerate wahrscheinlich gleich wieder einkrachen. Ich bin der König der Felder! Haben wir wenigstens die Farm hier, wenn wir mal hier wieder zufällig vorbeikommen. Können wir hier mal wieder abpflanzen, anpflanzen. So, schnell wieder anpflanzen, damit. Ja, schön werden kann, ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Ich könnte echt so ein Bett reinstellen, dann haben wir den perfekten Witzesong. Ein Bett im Kornfeld. Ein Bett im. Ein Brett im Kornfeld. So, fertig gepflanzt. Fehlt irgendwo noch was? Nein. Schön weiter pflanzen. Vielleicht habe ich ja in meinem Haus hier noch ein bisschen Jolt. Junge. Ein Jolt, Junge. Hör mal, hier war ja schon ewig nicht mehr. Hier haben wir nichts mehr drin. Haben wir hier vielleicht noch was, was wir gut gebrauchen können? Nein, also kann ich die Sachen noch eigentlich da lassen. Ich geh mal hier hoch. In den Lagerraum. Ach du Sch. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier noch alles? Ach, du kriegst doch die Krätze. Knochen können wir mitnehmen. Für Knochen. Oh, Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. Gib mir die Pflastersteine. Kies, Kies, Kies. Erde, Erde, Sand. Das kann da bleiben. Das kann auch eigentlich da bleiben. So. Zur Erntemaschine. Na komm, einen kleinen Abstecher können wir da mal hinmachen noch. So, Dille. Das waren noch Zeiten hier unten, wisst ihr noch? Als die Erntemaschine hier noch funktionierte und als ich hier aus dem Raum versuchte, irgendwas zu machen. Komm. Soll's ja haben.
und nicht leben wie ein Ofen. So. Soll's ja auch nicht so leben wie ein Ofentyp. So, zack. Nein, das wäre Verschwendung. Zarek, ja, totale Verschwendung. Sieht zwar scheiße aus, aber irgendwie auch cool. Hat was, oder? Finde ich jetzt. Als Dekoration haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und dann machen wir uns auf davon. Wir verlassen wieder unser gutes altes Haus. Home, sweet home, das ist hier für immer meine Heimat. Hier hat das ganze Minecraft-Dings begonnen. Das Haus habe ich mit eigenen Händen aufgebaut. So. Ne, ins Schwimmbad wollen wir nicht. Wie ihr sagt, also die Sensorschiene wird uns nichts bringen, habe ich so das Gefühl. Müssen wir noch auf die klassische altmodische Variante her. Anschieben! Anschieben! So. Dann sortiere ich die Sachen nochmal. Ne, theoretisch könnte ich ja eigentlich. Warte mal. Theoretisch könnte ich ja jetzt eigentlich hier weitermachen. Ich habe jetzt ganzen Sachen, die ich brauche, oder? Jawohl. Pflastersteine en masse. Treppen noch nicht en masse. Aber ich meine schon masse. Nicht en masse, aber masse. Massig. So, letzte Reihe Treppen. Und dann werde ich auch mal die Aufnahmesession jetzt wirklich beenden. Dann haben wir dafür wirklich 1 Stunde 30, meine längste Aufnahmesession, seit ich Let's Player bin. Okay, ich meine, so viele Aufnahmesessions habe ich ja noch nicht gemacht jetzt, ganz ehrlich. Also, das ist wirklich jetzt die längste Aufnahmesession, die ich je in meinem Leben gehabt habe. Und von allen, die da noch kommen werden. So, dann. Wie viele Reihen Stein? Die mache ich jetzt auch noch. Und nochmal 3 Reihen Stein.